Und schon beim Vorzählen beginnt. Eins, zwei. Helge Schneider ist definitiv das, was man einen wahren Allround-Künstler nennt. Als Komiker, Musiker, Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler konnte er sich über die Jahre als fester und einzigartiger Bestandteil der deutschen Humorlandschaft etablieren. Meine eigene Perfektion kann auch wackelig sein. Perfekt wackeliger Tisch zum Beispiel hält einen auf Trab. Ich rebelliere gegen Normalität, gegen den Irrsinn der Normalität. Entschuldigung, ist hier die Modenschau? Ja? Danke. Ach, selbst. Muss man selbst machen. So, pass auf. Ich habe ja jetzt gesagt, Interview. Da müsst ihr euch richtig draußen drapieren. Aber da oben noch Automatik. Halt. Da müssen wir uns draußen drapieren. Ja. Richtig. Und dann komme ich so ganz hier so aus der Zuhentür so raus mit dem Stock und dem Hut. Bitte schön, meine Damen. Ja? In seinen zahlreichen Bühnenshows, Alben und Kinofilmen verbindet er sein künstlerisches Talent mit anarchischem Klamauk, bei dem stets Improvisation eine wesentliche Rolle spielt. Ich habe ein paar Fehler eingebaut in das nun folgende Stück, in den vorderen Instrumentalteil. Und alle Musiker müssen diese Fehler fehlerfrei mitspielen, sonst dürfen sie nicht mehr mitmachen. Erst wieder beim übernächsten Mal. Dann seid ihr in Landshut nicht dabei. Ich habe sehr viele Fehler heute eingebaut, ich weiß sie selber noch nicht. Und ich brauche jetzt bevor wir Montag drehen, muss ich ganz viel denken und das kann ich nicht so, weißt du? Also bestimmte Sachen gehen, ne? Aber ich muss jetzt alleine sein gleich, weil ich muss jetzt die Auflösung machen für den Film. Da möchte ich nur mit der Schuhmacher und meinem Kameramann das machen. Das ist so wie Drehbuch schreiben, das ist geheim. Mit ihrer Dokumentation über den vielseitigen Jazzliebhaber liefert Regisseurin Andrea Rogon einen Einblick in Helge Schneiders Alltag. Dabei beleuchtet sie nicht nur die außergewöhnliche Karriere des Künstlers, sondern auch ein wendungsreiches Leben, dessen einzelne Stationen Rogon durch das übergeordnete Thema der Reise miteinander verknüpft. Angefangen hat alles 1955 im deutschen Mülheim an der Ruhr. Aber ich wünsche mir verdammt nochmal eine etwas längere Badewanne. Das ist doch Mist hier. Ich habe mich verrechnet. Ich dachte, ich wäre nur 95 cm groß.